Okay, wir starten mit dem ersten Spieler. Der erste Hinweis, sein Vater war ein Baseballspieler. Er ist All-Time-Block-Leader an seinem College. Er hat bisher in drei Ländern gespielt. Ich denke mal Keith. Nein, das ist falsch. Okay. Sein BBL-Karriere-Dreierschnitt ist 46,7%. Ich habe eine Frage. Wow. Was war die letzte? Er hat in drei Ländern gespielt. Brain? Das ist falsch. Und der letzte Hinweis ist, er ist der Great White Buffalo. Ach, Mann, ey. Nathan. Ja, okay, den habe ich total vergessen, ehrlich gesagt. Ey. Ja, ich auch. Ich habe mir schon überlegt, ich so, Rashid, okay, aber kein anderer Big. Kommen wir zum zweiten Spieler. Der erste Hinweis, sein Vater war ein NBA First Round Pick. Er ist All-Time Steals und Assist Leader an seinem College. Er hat für Mizzou am College gespielt. Du bist dran. Nee, das ist falsch. Phil Pressey. Phil Pressey ist richtig. Ah, ich bin auch nicht so gut. Der dritte Spieler. Er hat einen Zwilling. Er hat als Kind Michael Jordan getroffen. Er war mit Ben Simmons am College. Keith. Das ist richtig. Zwei Punkte für dich. Nächster Spieler. Er ist der einzige im Draft gezogene Spieler der EW Baskets. Sein bester Saisonschnitt war 16,1 Punkte im Schnitt. Er hat drei Titel in seiner Karriere gewonnen. Er hat 37 Punkte gegen Dwayne Wade gemacht. Er ist achtfacher BBL All-Star. Ich würde sagen Ricky. Das ist korrekt. Ja, weiß ich nicht. Der letzte Tipp, der letzte Spieler. Er hat für vier Teams professionell gespielt. Er ist Nationalspieler. Rashid. Das ist falsch. Ah, hat sie für Millionenmannschaften gespielt? Das weiß ich ja nicht. Er hat 136 europäische Spiele gemacht. Carsten. Das ist korrekt. Ah, komm. Also 3-2. Für mich oder? Ja, du hast drei richtig. Ja, du hast die zwei nur gewonnen, weil du mich falsch geraten hast. Ja, aber ich habe also zwei Spieler richtig, du hast drei Spieler richtig und dann haben wir hin und her falsch gemacht. Okay. Ja, aber klar, ich glaube, Endergebnis hat er knapp gewonnen, glaube ich.